Ja, hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge LS19 auf der Map Felsbrunn. Ja, wo waren wir? Stehen geblieben das letzte Mal. Ich glaube, hier haben wir abgeerntet. Gucken wir mal. Ach ja, hier muss ja nochmal nachwachsen. Hier müssen wir dann nochmal spritzen. Geht weg, ihr Vögel. Da ist auch noch nichts gewachsen. Sonst hatten wir derzeit nichts, was wir machen können. Weil alles noch am Wachsen ist, wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht eine schöne Aufgabe finden, die wir diesmal erledigen können. Das nicht. Was können wir denn hier dreschen müssen wir? Sollen wir dreschen? Feld 27. Ich gucke nochmal kurz die Felder an. 9, Entschuldigung. Also 17, 17, 17 wäre eine schöne für 17. Feld 17, düngen. Da müssten wir aber auch selber kaufen. Das machen wir nicht. Oder wir mieten. Nee, was gibt's denn noch? Feld 7. Das könnten wir. Ach, Ballenpressen. Ballenpresse haben wir ja nicht. Aber wir können das erledigen. Schneide das Gras auf Felsen. Presse das Gras zu Ballen. Wickel sie zu Nasenballen. Bringe die Ballen. Dann mit Hilfe. Was gibt's denn noch dazu? Boah, das Ballenladen. Ey. Wisst ihr was, Leute? Dann machen wir das. Wir fangen mal an. Habe ich den hier aktiviert? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe den hier nicht aktiviert. Ich Held der Nacht. Wo ist er denn? Forst? Ich habe ihn nicht drin. Okay. Dann machen wir es so. Ich kaufe mir einfach erstmal eine Sägemaschine. Kettensäge. Ach, Stiel haben wir in den anderen Projekten. Nehmen wir mal hier. Ja. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, hier die Bäume zu fällen. Und in der nächsten Folge werden wir sie einfach mal abtransportieren. So, kommen wir hier. Unten schneiden wir die ab. Ich hoffe, das ist jetzt nicht auch allzu laut. Oh, er kippt auch schon wieder nicht um, ne? Er kippt auch schon wieder nicht um. Da kommt immer noch das Stück ab. Sehr schön, jetzt kippt er auch um. So, und machen wir erstmal. Der könnte eigentlich direkt so bleiben. Das ist ein kleiner, der kann so bleiben. Können wir die hier eigentlich abhacken? Wegflexen? Ne. Die Büsche bleiben. Schade. So, dich können wir auch umhauen. So, dann machen wir mal ein so. Gucken, wenn wir jetzt nochmal so ein Stück wegsehen. Das reicht sehr schön. Dann können wir schon mal die Bäume in dieser Folge schon mal abholzen, weil das muss ja auch gemacht werden. So, laufen wir mal gleich weiter. Das ist ein großer. Das ist ein großer, Leute. Zack. So weit unten, wie es geht. Er fällt. So, nehmen wir mal gleich die Äste ab. Ich glaube, so an die 10, 12 Meter kriegen wir auf den Wagen drauf. Zentimetermaß gibt es glaube ich noch nicht, deswegen müssen wir das alles so machen. Oh, der ist groß. Der ist groß. Hä? Oh, hat er die Äste nicht abgesägt? Verstehe ich nicht. Okay, jetzt ist es weg. So, dann fangen wir mal von der Seite an. Ich hoffe, die Kettensäge ist nicht zu laut für euch. Ansonsten muss ich in meiner nächsten Folge mal ein bisschen leiser machen. So. Machen wir mal 10 Meter so circa abmessen. Na, komm hier. Dann nochmal 10 Meter. Ah, das passt hier.
Sehr schön. Haben wir schon mal die ersten. Den werden wir jetzt auch noch mal schnell machen. Dann haben wir noch mal ein bisschen. Haben wir schon so ein bisschen geschafft. Und zack. Dann müssen wir einen schräg machen. Gib's mal bitte rum. Normalerweise müsste es so umkippen. Baum fällt. Okay. Ah, das ist okay. So, alle Äste wegnehmen. So, haben wir weg. Das haben wir auch weg. Also ich finde die Technik, die sie jetzt eingeführt haben in den LS19 für Forst ist gewöhnungsbedürftig. So, komm. Machen wir noch den. Na. Und zack, haben wir. Und zack, haben wir auch so. Ja, komm, dich nehmen wir auch noch mal schnell mit. Dich können wir ja so lassen. Ich brauche mir ja nur ein bisschen entasten. So, das haben wir. Dann können wir dich schon mal. Können wir dich starten? So, gehen wir mal in die Fahrerkabine. Dich können wir schon mal schnell zum Händler fahren. Wow. Was geht denn der so ab? Guten Tag. Fahren wir mal den. Ich wollte schon sagen, den Mähdrescher hinterher, den. Und der spinnt schon wieder total den. Betonmischer. Ihr wisst, was ich meine, den Betonmischer. So. Immer wenn ich den KI-Verkehr zu nahe komme, fängt er so an zu haken. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. So. Dann werden wir mal kurz beim Händler reingehen. Da werde ich noch mal ganz kurz mit den Verkäufer quatschen. So Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich, weil der Verkäufer ist ein bisschen eigen. Bis gleich. So Leute, willkommen zurück. Der Verkäufer hat gesagt, wir dürfen uns die Sachen mieten, die wir brauchen. Er hat gesagt, na, zum Testen können wir sie mal mieten, aber danach müssten wir sie auch kaufen. Deswegen können wir jetzt uns die Dolly mieten. Zurück. Ah, zurück. Dann gehen wir nochmal in die Forstgeräte. Ihn können wir uns auch mieten. Nein, wir wollen Breitreifen mieten, ja. So, dann starten wir direkt mal den Motor. Ihr seht es, Leute, unsere Forstgeräte, aber erstmal nur zur Miete. Wir sollen sie uns erstmal angucken, ob wir mit denen klarkommen. Wenn wir nicht mit denen klarkommen, können wir sie wieder zurückbringen. Deswegen erstmal nur zur Miete. So, ein bisschen leiser. Und jetzt nehmen wir den Forstwagen noch mit. So, und zack, sehr schön. Oh, hier draußen knallen sie schon. Also noch. Ich nehme das jetzt einen Tag vor Silvester auf, deswegen wir sind ja schon nach Silvester. Hier wird schon noch immer noch geknallt. Also, was heißt immer noch? Die dürfen erst ab morgen knallen. Sie knallen jetzt schon. So, dann wollen wir mal gucken. Autoload. Autoload, Upload. Okay. C, dann fahren wir mal hin zu unseren Baumstämmen.
Dann haben wir ja auch noch unseren kleinen Wald, den könnten wir natürlich auch abholzen. Dann ist die Frage, ob wir das hier alles vergrößern. Ich weiß nicht, wie man die Büsche wegkriegt. Ob man die überhaupt wegkriegt. Zack, fahren wir mal hier hoch. Ah, da hat er keine Probleme. Ah, hier auch. Durchs Gebüsch fahren hat er keine Probleme. So. Da liegen die ersten Sachen. Drehen wir einfach mal hier. Machen wir ihn einfach mal an. Und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Es funktioniert. Okay, er nimmt nur die Seite auf. Dann fahren wir mal rückwärts. Aber ich hasse es, mit Dolly zu rückwärts zu fahren, ne? Ich hasse es. Lieber schön mit dem LKW. Außer früher mit dem Lenkrad, da ging das, da konnte man das super machen. Zack, drauf. Hätten wir sogar doch noch ein bisschen länger machen können. Gucken wir mal. Ich glaube, da hinten hatten wir auch noch welche liegen. Man sieht aber auch genau die Schneise, wo wir lang gefahren sind. Vorsicht. Oh, wir können Unkraut sprühen. Unkraut sprühen, Unkraut vernichten. Aber erstmal nehmen wir. Ihn jetzt mit. Also viel ist auch nicht drauf, ne? Hier müsste, glaube ich, noch einer liegen. Oder hat er beide genommen? Ich glaube, er hat beide genommen. Ja. So, Leute. Stoppen wir dich mal. Können wir mal ausmachen. Dann können wir dich mal schnell nähen. Dann spritzen wir dieses Stück eine noch. Da hinten können wir auch schon spritzen. Dann wollen wir das noch schnell erledigen. Diese Folge, dann haben wir das auch schon. Na komm, und drauf mit dir. Ist da überhaupt was? Ich sehe gar keinen Unterschied. Gucken wir mal kurz. Eins weiter. Da ist gar kein Unkraut. Hä? Benötigt Kalk. Aber das ist gar kein Unkraut. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber warum? Aber vielleicht kommt das noch. Egal. Machen wir dich mal aus. Dich brauchen wir gerade nicht. So, dann können wir dich mal fällen. Vielleicht können wir dich auch komplett so drauf lassen. So weit wie es geht. Irgendwie spinnt das. Irgendwie spinnt das. Zack, runter mit dir. Zack, Äste weg. Äste weg, sage ich. Oh, ey, das ist doch so ein Spinn. So. Dann machen wir auch den gleich noch. Zack. Oh. Oh, wumm. Und weg. So. Und. Jetzt sehe ich hier gerade gar nichts. Autoload. B. Weiß es gar nicht, ist an oder aus? Mist. Jetzt ist er an. Was kann ich denn da von beiden Seiten mit? Gucken wir nochmal. Oh. Ja, der ist ein bisschen lang, aber das geht.
So, und weiter geht's. Dann nehmen wir noch. Ach egal, den nächsten Baum machen wir vielleicht in der nächsten Folge, Leute. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play LS19 auf der Map Felsbrunn. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.